des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Der gläubige heiliger Petrus Christologus weist uns darauf hin, dass Jesus Christus, der ja Gott ist, wirkte das Wunder deshalb, um ein Zeichen zu geben, dass er Gott ist und somit die Sünden nachlassen kann, was auch tut. Heiliger Petrus Christologus weist uns darauf hin, dass eben Jesus Christus, der Gott ist, den See rudernd überquert. Transfer David, also rudernd. Auch wenn er nicht selber das Ruder in der Hand gehabt hat, aber rudernd hat er den See überquert. Derselbige Gott, der aber auf den Wassern gewandelt ist, der den heiligen Petrus aus den Wassern rettet, weil der Glaube zu schwach war, um auf dem Wasser zu bleiben. Selbige Gott, der ja auch das Meer spaltete in zwei senkrechte Wände, um das auserwählte Volk zu erlösen. Ja, wir wollen derselbige Gott, der das Wasser in Wein umwandelt. Dieser selbige Gott müht sich in einem Schiff, um das Element Wasser zu bestreiten. Deshalb sagt der heilige Petrus Christologus, um uns damit ein Zeichen zu geben, dass er zwar war er Gott, aber in allem, wirklich in allem, außer der Sünde, wahrer Mensch ist. Schon von seinem Ursprung her, ja, die menschliche Natur aus dem Schoß der Jungfrau Maria angenommen, hätte genauso können alles aus nichts erschaffen. Hätte genauso können auf einmal als erwachsener Mann auftreten. Wir können aus nichts den vollkommenen Leib und die Seele erschaffen können und sie mit seiner Gottheit vereinen können, hätte er auch können. Hat aber nicht. Er wollte ganz wie jeder andere Mensch Mensch werden. Außer der Sünde, selbstverständlich, und außer des ehelichen Beischlafs, sondern durch die Überschattung des Heiligen Geistes. Aber trotzdem, vollständig wahrer Mensch in allem außer der Sünde und somit auch in allem, was die Mühe anbelangt, was die Schwierigkeit anbelangt, was die Widersächlichkeit anbelangt. Jesus Christus konnte müde sein, war müde. Jesus Christus konnte auch angewidert sein, belastet sein, betrübt sein, bis zum Tod. Und das alles soll also dieses Überqueren des Wassers mit den normalen Mitteln uns in Erinnerung rufen. Zu unserem großen Trost. Und bei der Gelegenheit, liebe Gläubige, wollen wir an die ersten Wahrheiten uns erinnern. Denn wenn wir die ersten Wahrheiten in Erinnerung rufen und außer sie in Erinnerung rufen, mit der Gnade Gottes auch leben, durch die Gnade Gottes leben, dann wirken wir unser ewiges Heil und gehen der ewigen Verderbnis, entgehen der ewigen Verderbnis. Was sind diese
allerersten Wahrheiten, ja, dass Jesus Christus, wenn er eben so Mensch geworden ist, wie wir eben gerade in Erinnerung gerufen haben, sowohl aus einem einzigen Grund, um uns vor dem ewigen Verderben, in welches uns die Erbschuld und die persönliche Schuld gestürzt haben und stürzen, um uns daraus zu erretten. Und sehen Sie, liebe Gläubige, das, was wir als absolut bekannte Glaubenswahrheit voraussetzen, ja vielleicht sogar in sehr löblicher Art und Weise dreimal am Tag in Erinnerung rufen, wenn wir den Engel des Herrn beten, die Menschwerdung. Aber das ist der Plan, der große Plan, der große Grund überhaupt unserer Existenz. Gott hat es immer schon so vorausgeplant. Aber eben, da das Menschengeschlecht in Adam sündigte, hatte Gott von Ewigkeit her geplant, diese Sünde zu sühnen. Aber ein Gott kann ja als Gott nicht sühnen. Darum musste Gott Mensch werden, weil dann konnte er sühnen. Wäre aber nur Mensch und nicht Gott, dann hätte er zwar gesühnt, aber die Sühne hätte nicht göttlichen Wert gehabt. Und somit ist Gott Mensch geworden, damit seine menschliche Sühne göttlichen Wert hat. Denn derjenige, der Sühne geleistet hat, ist Gott, nämlich die zweite göttliche Person, Jesus Christus. Und das, um uns von der Sünde zu erlösen. Viele von uns haben Mühe, sich wirklich ein Bild von der Sünde zu machen. Vielleicht auch, wenn wir regelmäßig beichten, wenn wir regelmäßig Gewissenserforschung machen und Schuldbekenntnis beten, trotzdem möglich, dass wir uns ein sehr schwaches, ein sehr blasses Bild von der Sünde machen. Vor allem von der eigenen Sünde. Hingegen ein sehr plastisches und starkes Bild von der Sünde der anderen. Bevor wir von der Sünde der anderen sprechen, was kann uns helfen, unsere eigene Sünde besser zu betrachten als Sünde? Wir können ja vor Gott treten und sagen, lieber Heiland, hier bin ich, im Augenblick bin ich mir eigentlich nicht wirklich einer großen Sünde bewusst. Ich meine nicht, dich wirklich beleidigt zu haben. Die Erbschuld habe ich zwar gehabt im Augenblick meiner Empfängnis, aber dafür bin ich ja nicht persönlich verantwortlich. Ich habe es ja nicht begangen, die Erbschuld, ich habe es ja bekommen. Würde unser Herr antworten, das stimmt zwar, dass du die Erbsünde nicht als eine persönliche Sünde begangen hast, aber du solltest sie trotzdem betrachten, die Erbsünde. Jener radikale, totale Ungehorsam mir gegenüber Seiten Adams und Evas. Ja, aber ich kann damit nicht im Großen, also das ist nicht etwas, was mir irgendwie jetzt die Seele aufwühlt. Und dann wird unser Herr sagen, gut, wenn das deine Seele nicht aufwühlt, dann komm mit mir. Und dann würde uns der Heiland vor
ein Kruzifix führen, uns oder sogar mit der Gnade uns ihn zeigen, lebend am Kreuz, sterbend, nach Luft ringend, erstickend, bevor er als Gott die Seele aushaucht mit einem wunderbaren Schrei. Vorher erstickt unser Herr am Kreuz. Und dann würde er uns sagen, so, und jene Erbschuld, für die du dich so wenig verantwortlich fühlst, zu Recht, aber die du trotzdem hast, das hat sie bewirkt. Und unser Heiland würde sagen, wärest du auch der einzige Mensch auf der ganzen Welt und seit immer, ich wäre trotzdem gekommen und wäre so für dich gestorben. Dann beginnt vielleicht unser Köpfchen und unser Herzchen anders zu ticken. Und dann würden wir beginnen zu erfassen, was es heißt, von Gott dermaßen geliebt zu sein, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat für uns. Liebe Gläubige, warum möchten wir an diesem heutigen Tag diese ersten und allerersten Wahrheiten so in Erinnerung rufen? Ganz gewiss, um uns anzuspornen, wenn es nicht im Rahmen von ignatianischen Exerzitien ist, was sehr anzuempfehlen ist, und so doch eine sehr gründliche, nicht nur Gewissenserforschung, sondern Lebens sozusagen Erforschung machen, indem wir uns wirklich hinsetzen und sagen, was ist mein Leben? Was geschieht in meinem Leben? Wie schaut ein Tag aus? Wie schaut eine Stunde aus? Wie schaut eine Minute aus? Und wie schaut das 24 Stunden aus? Und wie schaut das 7 Tage, ein Monat, ein Jahr? Wie schaut das überhaupt aus? Das heißt, wo bin ich mit meinem Leib? Und wo bin ich mit meinem Geist? Dann werden wir vielleicht entdecken, dass wir mit dem Geist sehr wenig vor dem gekreuzigten Gott sind. In glaubend, hoffend, hoffender und liebender Haltung und in sehnsüchtiger Haltung unsere Sünden zu sühnen, in sehnsüchtiger Haltung nach der Erfüllung des Planes Gottes. Er hat einen Plan mit uns, sagt der heilige Paulus zu den Ephesern. Es ist in Christus, dass Gott uns auserwählt hat. Und zwar, wann hat Gott uns auserwählt in Christus? Vor der Schöpfung. Auf dass wir heilig sein vor ihm. In seiner Liebe und gemäß seit dem Wohlgefallen seines Willens hat er vorausbestimmt, nicht nur, dass wir Geschöpfe sind. Das hat er für alle Geschöpfe vorausbestimmt. Er hat vorausbestimmt, dass wir Adoptivkinder werden. Und zwar das alles durch Jesus Christus. Und wozu das Ganze? Zum Lobe seiner Größe und der Gnade, durch welche wir seinen Augen wohlgefällig geworden sind, immer in seinem vielgeliebten Sohn. Liebe Gläubige, das ist die Grundrealität. Aber ich würde nicht sagen, ich sage nicht nur Grundrealität, liebe Gläubige. Ich sage, das ist die Grundaktualität. Was ist die größte aktuelle Nachricht, die zu übermitteln ist, dass wir von aller Ewigkeit her für Gott bestimmt,
für seine Glorie, für unsere Glückseligkeit in dieser Glorie bestimmt sind. Das ist die Aktualität. Was heißt das? Das ist die Aktualität jetzt. Das ist der eigentliche und letzte Sinn, warum Gott zulässt, dass die Türken in Syrien einmarschieren. Warum es Gott zulässt, dass der Erdogan mit den armen Kurden aufräumt. Warum es Gott zulässt, dass der Amerikaner wegschaut. Liebe Gläubige, dann schaut das Leben anders aus, wenn wir die Sachen so beginnen zu betrachten. Denn da meinen wir anfänglich, ja, das eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Arm sind wir, wenn wir diesen Zusammenhang nicht zumindest versuchen zu verstehen. Und liebe Gläubige, daraus hatten wir auch einen anderen Schluss gezogen, dass es diese Aktualität ist, die man zwar oft weiß, weil das sind immerhin die ersten Fragen des Katechismus, Schöpfung, Erlösung, Notwendigkeit der Taufe, des Standes der Gnade, um gerettet zu werden. Weniger, man weiß es, aber weniger denkt man daran, dass das alles nicht genügend ist, wenn ich nicht mit großer Mühe meine schlechten Neigungen entgegenarbeite mit guten Gewohnheiten und guten Handlungen, das heißt mit den Tugenden. Aber diese erste Wahrheit ist auch das Licht, das mich erkennen lässt, dass wenn vor einigen Tagen in den Vatikanischen Gärten auf einer Decke ein schamloses, geschnitztes, männliches Wesen hingelegt wurde, um Ausdruck zu geben der animistischen Religion Amazoniens, und das alles mit einem geröchelten, halb geröchelten Vaterunser seitens eines Bergoglios Jorge unter Anwesenheit der Kardinäle. Und dass es dann noch Katholiken und sogar Traditionalisten gibt, die meinen, das sei die katholische Kirche. Oder andere Traditionalisten, die meinen, das Wichtige ist zu sagen, dass Bergoglio nicht Papst ist. Als ob der Rest von Bergoglio dann irgendwie doch die Kirche wäre. Das ist ein verkümmerter Katholizismus, ein verkümmerter Traditionalismus. Das ist ein toter Katholizismus. Das ist ein Katholizismus, der zwar weiß um Gott, die Dreifaltigkeit, um Sündenfall, Erlösung, Taufe und Heil, aber ganz gewiss lebt es nicht davon, ist ihm kein wirkliches Anliegen. Sonst wären so kurzsichtige und so engsichtige und sektorsichtige Urteile nicht möglich. Und darum hatten wir gebeten, dass wir auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria den wirklichen Plan Gottes, nämlich dass er uns vor der Schöpfung schon erwählt hat, an seinem intimen, dreieinigen, dreifaltigen Leben teilhaben zu lassen. Ein Leben der Erkenntnis, der Zeugung, des Wollens, des Liebens. Dass das in uns nicht nur Begriffe, sondern Leben wird, nämlich Leben der Gnade, wehe uns. Würden wir die Gnade nicht zur Frucht bringen und uns damit begnügen, mit Konzepten herumzuschlagen und uns
Absicherungsklischees zu schaffen, um uns zu sagen, ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Das führt zur Sekte und zum sektenhaften Verhalten. Dann haben wir die Allerseligste Jungfrau Maria gebeten, dass sie uns die Gnade erlangt, dass unser Glaube in der Gnade lebendig werde und somit in Hoffnung und Liebe wir unseren schlechten Neigungen und schlechten Gewohnheiten absagend uns Gott hinwenden und in der Tugend auf ihn zustreben, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.